Der erste Fastensonntag führt uns mit Jesus in die Wüste. 40 Tage hat er dort gefastet und ist vom Satan in Versuchung geführt worden, berichtet uns das Evangelium. Die Wüste war auch für das Volk Israel ein Ort der Reinigung, ein Ort des Wachsens und des Freiwerdens. 40 Jahre sind sie auf dem Weg von Ägypten in das gelobte Land durch die Wüste gezogen und wurden auch versucht, auf die Probe gestellt. Auf diesem Weg wurden sie zu freien Menschen, von Sklaven zu Menschen, die in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Auch wir sind in der Fastenzeit aufgerufen, mit dem Herrn in die Wüste zu gehen, mit dem Herrn gegen die Versuchungen zu kämpfen, um so zu wachsen, um so von allen Abhängigkeiten frei zu werden, um zu Ostern als neue Menschen leben können.